Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute wieder mit meiner Bücherwoche. Wie gewohnt am Samstag. Und heute irgendwie extremst hell. Dabei ist es draußen eigentlich gar nicht so hell. Ich weiß nicht, warum das heute so oder ob das hier nur so wirkt. Ja, also sollte es heute sehr hell sein, dann strahle ich irgendwie von innen. Und ja, obwohl es von außen gar nicht heute so ist. Ja, eher Regen und ein bisschen frostig. Aber ja, so ist das eben einfach nur so ein bisschen im Entgegenkommen des Frühlings, wie wir ihn ja in der letzten Woche erlebt haben. Also es war jeden Tag Sonnenschein, es war blauer Himmel. Es ist so schön, wenn man morgens aufsteht und es irgendwie hell wird und man dann auch schon die Vögel zwitschern hört. Ach, ich bin so froh, dass wir die dunkle Jahreszeit hinter uns lassen und es jetzt einfach ein bisschen heller ist, sonnig ist. Gestern und heute ein bisschen vermehrt Regen, aber okay, gehört auch dazu. Die Natur braucht Wasser, aber es ist schon sehr schön, wenn es einfach irgendwie hell ist, wenn man rausgeht. Und auch nachmittags, nach der Arbeit, es irgendwie noch hell ist und man, wenn man spazieren geht und seine Schritte holt, dass man denkt, ja, es ist noch ein bisschen hell. Ja, der Frühling ist nah und das freut mich persönlich auf jeden Fall sehr. Ja, die Woche war eine sehr angenehme Bücherwoche, trotz allem, was auf dieser Welt so ein bisschen los ist. Versuche ich das ja nach wie vor so ein bisschen zu, ja, einzudämmen und bin dafür auch sehr dankbar, dass ich das einfach kann, also dass ich dieses Privileg habe, zu sagen, jetzt ist mir nicht nach Nachrichten, jetzt schalte ich das auch einfach mal ab. Ich habe auch so ein bisschen auf Instagram aussortiert und Kanäle, die gefühlt dann nichts anderes mehr gemacht haben, als Sachen zu posten, erstmal irgendwie so rausgenommen, weil ich denke, ach, ich möchte das auch nicht dann durchgängig im Feed oder in den Stories oder so irgendwie dann zufällig drüber stolpern. Da waren auch manchmal so Dinge dabei, wo ich dachte, vielleicht war der irgendwie so eine Spoilerwarnung nicht ganz so verkehrt gewesen. Aber ja, ich habe 4 Bücher gelesen, davon habe ich eins abgebrochen. Über das werden wir auch nur kurz sprechen, weil ich glaube, über abgebrochene Bücher, ich habe bei irgendeinem der letzten so ein bisschen länger darüber gequatscht und dachte, ach Mensch, Steffi, abgebrochen ist abgebrochen. So lange muss man sich da, glaube ich, dran gar nicht dann irgendwie aufhalten. Aber sonst war die Bücherwoche eine sehr schöne Bücherwoche und ich habe auch mit einer neuen Serie begonnen. Ihr findet die Bücher und die Zeitstempel unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Wenn ihr da noch Infos wollt oder eben auch sehen wollt, wann ich über welches Buch spreche, könnt ihr da schon mal reinschalten. Ja, die Woche begann auch schon mit dem Abbruchbuch, nämlich mit Das Buch der gelöschten Wörter von Mary Ann Garner. Das ist der Auftakt einer Trilogie. Dann ging es weiter mit Tage wie Salz und Zucker von Sherry Shattuck. Ich glaube, ja, ich kann es aus der Entfernung gar nicht mehr lesen. Ein Buch, ja, das aus meiner Rache des Sub 2020 übrig war. So auch das nächste Buch, Die schönste und die traurigste aller Nächte von Maurice Gomide. Ist Brasilianer, dementsprechend Portugiesisch. Ich hoffe, ich spreche das aus. Und das Buch, was mich am Wochenende begleitet hat, war dann Das Geheimnis des blauen Skarabäus von Rebecca Michele. Ich hoffe, man spricht sie auch so aus. Also es ist natürlich mit Namen immer nicht ganz so einfach. Und jetzt, wo ich so darüber nachdenke, ist tatsächlich auch das erste Buch aus dieser Rache des Sub entstanden. Ich habe mir nämlich alle Bücher aus der Rache des Sub 2020 hergenommen. Und ich hatte es aber jetzt in der Vorstellung sozusagen gar nicht gesagt. Und zwar waren da 3 Bücher aus 2020 übrig und die sind jetzt in dieser Woche abgearbeitet, weggelesen, wie auch immer wir es betrachten wollen. Ja, also das erste Buch, Das Buch der gelöschten Wörter von Mary E. Garner, ist ein besagtes Buch aus 2020, ist der Auftakt einer Trilogie und alle Bücher sind hier auch schon erschienen. Das Buch hatte mich angesprochen, weil es eben darum um Bücher geht und ja, was wird eben mit diesen Büchern, wenn man die gelöschten Wörter im Grunde mal auf der Suche nach diesen ist. Und das hat mich natürlich als Büchernerd total angesprochen. Wir begleiten in der Geschichte die Londonerin Hope Turner, die in einer Partnervermittlung arbeitet und dort Singles zu einem Happy End ja, im Grunde verhilft. Sie selbst ist aber auch Single und ja, rettet sich an stressigen, nicht so schönen Tagen durchaus in eine Buchhandlung. Wer kennt das nicht? Sie ist dort von dem Duft verzaubert, von den Büchern und als eines Tages dann eben direkt vor ihren Augen ein gut aussehender Mann sich einfach in Luft auflöst, weiß sie, dass hier irgendetwas Mysteriöses los ist. Sie trifft dort Rufus Walker, sie lernt ihn auch näher kennen und der erzählt ihr, dass
seine Buchhandlung oder dass diese Buchhandlung eine Art Portal ist, um die Welt der Bücher mit der Welt der Menschen zu kombinieren, zu verbinden. Und Romanfiguren führen hier eben auch ein Eigenleben und Hope ist die einzige, die scheinbar diese Welt in den Büchern aus der Welt von außen irgendwie retten kann. Ja, ich habe das Buch nach so knapp 150 Seiten abgebrochen. Es hat sich durchgängig angefühlt wie ein langer Einstieg, wie eine lange Einleitung und ich dachte, wann geht denn die Geschichte endlich mal los? Die Idee klang super, wirkte auch sehr neu und mal wieder etwas anderes, denn man stellt sich natürlich schon öfter auch als Leser einfach die Frage, was passiert eigentlich mit den Charakteren zwischen den Buchdeckeln, wenn man gerade nicht in den Büchern liest. Gibst du? Wir haben alle uns schon diese Frage gestellt. Und natürlich auch, was mit all den gelöschten Wörtern passiert, die irgendein Autor irgendwann schon mal auch aus einem Buch herausgelöscht hat. So ergibt sich im Grunde auch der Titel des Buches. Die Begeisterung für die Buchhandlung, für Bücher war natürlich nachvollziehbar, war auch gut rübergebracht, konnte ich verstehen. Ich fand es auch toll, dass wir mit Hope mal eine Ü30-Protagonistin hatten. Das ist ja doch eher ein bisschen seltener auch anzutreffen. Doch leider war die Geschichte einfach langweilig. Die Geschichte plätscherte so vor sich hin. Es geschieht gefühlt im ersten Drittel überhaupt nichts Spannendes. Das Bücherthema rückt auch irgendwie dann in den Hintergrund. Das fand ich sehr, sehr schade. Spannung kam für mich überhaupt nicht auf und ich weiß auch überhaupt nicht, wohin diese Geschichte eigentlich möchte, was sie mir erzählen möchte, wann hier mal irgendwann Spannung passiert. Auch sprachlich war das sehr einfach, manchmal auch sehr banal, vielleicht sogar zu Teilen flapsig. Und auch wie so Beschreibungen gemacht wurden in Gedanken. Ich fand das manchmal sehr gewöhnungsbedürftig. Also gerade so Formulierungen manchmal, wo ich dachte, hä, sagt man das so? Oder wer sagt das so? Und auch die Charaktere, also gerade Hope, das fand ich schon etwas dünn und ein bisschen schwach. Also natürlich kann man jetzt sagen, es ist eine Trilogie. Ich habe das erste Drittel gelesen vom ersten Band. Das ist jetzt natürlich nicht so viel. Aber ja, es gab auch den ein oder anderen Verweis auf andere Bücher. Aber auch das, es konnte mich nicht packen. Also es tut mir tatsächlich leid, weil ich natürlich schon mit einer Freude da rangegangen bin, mir das Buch ja auch vor über 2 Jahren einfach mit Freude gekauft habe und da ja noch dachte, ach, wenn du das toll findest, dann dauern die Bücher auch nicht so lange, jetzt wären sie alle da. Aber es war leider nichts. Also es hat mich nicht mitnehmen können, nicht mitreißen, es war für mich wirklich überhaupt nicht packend. Dementsprechend habe ich es dann eben nach einem knappen Drittel abgebrochen und weiter mit dem nächsten Buch gemacht. Und das nächste Buch ist dann Tage wie Salz und Zucker von Sherry Shattuck. Ist eben auch ein besagtes Rachebuch aus 2020. Also eins von dreien und sozusagen jetzt das zweite von den dreien. Habe ich damals irgendwie öfter auf BookTube gesehen. Ich würde auch sagen, es war bestimmt auf Instagram vertreten, weil natürlich der Titel cool ist. Das Cover durchaus mir auch sehr, sehr gut gefällt. Und ich glaube, es sieht auch hinten so aus. Ja, absolut. Ja, wir treffen als erstes auf Ellen, die es liebt, die Menschen in ihrer Umgebung zu beobachten, aber gleichzeitig bleibt sie im Verborgenen, versteckt sich hinter zu vielen Kilos, wenn man das so sagen kann, und auch hinter langen Haaren, die sie auch tatsächlich sehr ins Gesicht trägt. Sie arbeitet nachts in einem großen Supermarkt, auch schon mit dem Grund im Grunde, dass man da eben nicht auf andere Menschen trifft, dass man allein ist, dass man eben auch nicht auffällt. Im Bus hilft sie der blinden Temerity, die hier von einem Räuber irgendwie überfallen wird, von einem Taschendieb. Und die blinde Temerity ist eben genau das Gegenteil. Sie ist lebensfroh, lebensbejahend, begeistert von sich und der Welt. Und es gibt gefühlt keinen schlechten Tag, den sie irgendwie hat. Und sie ist die erste Person, die seit langer Zeit eben Ellen sieht, die eben nicht vielleicht vom Gewicht oder von dem Erscheinungsbild, von den langen Haaren sich irgendwie abschrecken lässt, sondern eben ins Innere von Ellen schaut. Das findet Ellen gut, fängt eben auch eine Freundschaft mit Temerity an und die beiden haben dann verschiedene, ich nenne es jetzt mal Abenteuer zu bestehen, sei es irgendwie, dass da ein Mord geschieht, sei es was mit einer schwangeren Frau, wo man irgendwie unterstützen kann und so haben wir so kleine, nicht episodenartig, aber so ein bisschen so kleine Geschichten in der großen Geschichte. Mir hat die Geschichte gut gefallen, sie war schon ein bisschen anders als erwartet und
Es war auch nicht das erwartete Highlight, weswegen ich es, glaube ich, damals einfach mir auch zugelegt habe, weil doch ein paar Leute davon geschwärmt haben. Mir hat die Grundidee sehr gut gefallen. Ich fand es schön, wie die beiden Charaktere uns näher gebracht wurden und wie unterschiedlich sie eben auch sind. Und dass trotz aller Unterschiede eben auch Freundschaften entstehen können. Und das fand ich hier eine richtig, richtig schöne Nachricht, eine Mitgabe des Buches, dass man das eben auch so gezeigt hat. Der Stil war sehr flüssig, sehr lebendig. Ich fand ihn auch sehr modern. Man kam wirklich wunderbar durch die Seiten durch. Ich habe es gerne gelesen, hatte auch nie das Gefühl, dass es irgendwie langweilig ist oder dass irgendwas zu lange gedauert hat. Ich fand das richtig, richtig schön. Eine tolle Mischung. Auch die Spannung war okay. Manches war schon sehr vorhersehbar. Aber gut, es ist halt auch nicht das erste Buch, was man irgendwie in diese Richtung liest. Und man konnte eben schon immer recht früh ahnen, in welche Richtung es sich geht. Und auch natürlich irgendwie, dass die Dinge irgendwie in der Regel auch gut ausgehen, ohne dass das jetzt ein Spoiler ist. Und es war mir persönlich an mancher Stelle auch für die Protagonisten viel zu einfach, wo ich dachte, naja, ganz so einfach ist das Leben ja halt dann doch nicht. Zudem gibt es auch so ein bisschen zufällige Dramatik, was ich ein bisschen anstrengend fand, wo ich dachte, genau, jetzt kommt auch noch was und dass man doch noch mal irgendwie eine Wendung hat. Und die haben auch nicht immer so Sinn gemacht. Und das hätte es für meinen Geschmack einfach auch nicht gebraucht. Bei den Charakteren muss ich sagen, so schön ich es fand, dass wir hier so unterschiedliche Frauen haben, die eben doch irgendwie auch etwas verbindet und die zueinander finden, fand ich sie doch ein bisschen schwierig. Denn Ellen ist so knapp irgendwie 24, 25, sie wirkt sehr naiv und hat auch von ihrem Denken schon etwas sehr Jugendliches. Und damit möchte ich jetzt gar nicht sagen, dass ich immer total erwachsen denke. Nein, auch ich habe Phasen, wo ich wie 12 denke. Das will ich damit jetzt nicht zum Ausdruck bringen. Aber man hat eben so das Gefühl, dass sie geistig tatsächlich nicht weiter irgendwie war, ohne dass das beabsichtigt war. Also man wollte hier, glaube ich, nicht irgendwie auf geistig Zurückgebliebenheit einwirken bei Ellen, aber das war so irgendwie das Gefühl, was bei mir ankam. Zudem war sie sehr unsicher, sie hat auch einfach so ein bisschen ungebildet gewirkt und auch wie sie kommuniziert. Ah, das fand ich doch sehr gewöhnungsbedürftig. Auch diese vielen Anfeindungen, die ihr irgendwie entgegenkommen, da dachte ich auch, naja, ist das wirklich so? Also fand ich ein bisschen schwierig. Temerity wiederum ist ja sehr lebensbejahend, sehr lebensfroh. Es wirkte manchmal doch ein bisschen aufgesetzt. Und ich weiß auch nicht, ob immer alles so einfach wirklich vonstatten geht, wenn man eben wenn man blind ist, wenn man kein Augenlicht hat. Ich stelle mir eben schon Dinge herausfordernd vor. Und natürlich kann man deswegen trotzdem positiv bleiben und optimistisch. Aber da habe ich mir gedacht, ah, wie realistisch ist das? Und ja, jetzt lese ich natürlich ein Buch und keinen Dokumentationsbericht, aber ich lese eben auch keine Fantasy, sondern natürlich schon den Roman, der in unserer Zeit spielt. Also das möchte ich einfach sagen, ich wünsche mir da schon Charaktere, die zumindest irgendwie ja sich vorstellbar sind, dass sie aus unserem Jetzt, aus der Mitte irgendwie entsprungen sind. Ja, die Gegensätze, ich glaube durchaus, dass es eben Menschen gibt, die mit diesen Gegensätzen trotzdem befreundet sein können, wo ich denke, ja, das fand ich tatsächlich schön gemacht, auch wie sie sich angenähert haben, das hat mir gut gefallen. Es gab dann eben auch in ein, zwei dieser Abenteuer, die sie erlebt haben, auch so ein bisschen noch Krimi-Elemente. Das war irgendwie okay, hätte es aber für mich nicht gebraucht. Also ich hätte einfach so die zwei, drei kleinen Probleme, die es irgendwie zu lösen gab, schöner gefunden als wirklich auch noch so dieser Mordfall. Und ja, es war schön auch so irgendwie, sag ich jetzt mal, für zwischendurch, wie man ja dann immer so irgendwie sagt, aber leider nicht das erwartete Highlight, was ich mir erhofft habe und doch ein bisschen anders, als es der Klappentext vermeintlich eben auch erzählt. Aber ja, hat mir gut gefallen, war jetzt aber nichts, wo ich sagen würde, muss ich nochmal lesen. Es ist auch einfach ein okay Buch. Also ich glaube, so ein klassisches Drei-Sterne-Buch, wo manches gut war, anderes eher nicht so gut war, aber alles in allem war es einfach in Und da es Ordnung. gefühlt so gut lief mit den Büchern aus 2020, habe ich auch noch zu dem dritten Buch gegriffen, was im Grunde noch aus der Rache übrig war. Das heißt, alle 2020 Bücher, die übrig waren, die ich in dem, ja, Resümee-Video sozusagen im Ende letzten Jahres vorgestellt habe, sind jetzt abgearbeitet. Das waren ja auch die Bücher, für die ich eine Spende getätigt habe und jetzt sind sie gelesen. Ich nehme sie nicht mit. Das heißt, wir können uns jetzt dann im nächsten Rückblick-Video Ende, ja, Juni wahrscheinlich komplett nur um 2021 kümmern. Da machen wir jetzt einen Haken dran und ich bin so ein bisschen stolz.
Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ja, ich glaube so, die Challenge für mich selbst letzte Woche, die ist doch ganz gut aufgegangen. Ja, auch das ist, wie gesagt, ein Buch, was jetzt über 2 Jahre auf dem Sub liegt, was ich des Öfteren auch irgendwie auf YouTube gesehen habe und ich auch einfach den Titel so schön fand. Die schönste und die traurigste aller Nächte. Das klingt doch einfach richtig toll. Wir haben hier eine Liebesgeschichte mit fantastischen Elementen. Wir treffen auf Victor und Amanda. Beide verlieben sich ja, im Grunde in der Schule, sind auch zusammen auf dem Schulabschlussball und dort verlieben sie sich und sind auch eine ganze Zeit ja, zusammen. Doch dann verlieren sie sich aus den Augen, denn Amanda zieht mit ihren Eltern weg. Das bricht Victor auch so ein bisschen das Herz und er kann sie auch nicht vergessen. Victor hat ein großes Geheimnis und jetzt kommen wir zu diesem fantastischen Anteil, denn bei starken Gefühlen kann er in der Zeit springen. Allerdings kann er nicht beeinflussen, wohin in dieser Zeit, aber immer irgendwie zu einem Teil seines Lebens. Wenn er sehr glücklich ist, reist er in die Vergangenheit zurück. Wie gesagt, er kann es nicht beeinflussen. Wenn er traurig ist, melancholisch ist, in Gedanken ist und da er ja wirklich traurig, deprimiert ist, dann springt er in die Zukunft. Und eines Tages, als er eben in die Zukunft springt, sieht er, was mit Amanda und ihrer Familie passiert. Und das möchte er ändern und auch vermeiden und versucht das eben in der Gegenwart. Und ja, das ist natürlich jetzt so ein bisschen seine Aufgabe und auch so, was wir im Buch verfolgen. Mir hat die Geschichte sehr, sehr gut gefallen. Auch wenn auch hier sie anders war, als ich es erwartet habe. Denn ich habe so mit diesem fantastischen, also mit dem fantastischen ein bisschen anders gerechnet. Also steht schon im Grob hinten drauf. Ich habe aber gedacht, es funktioniert ein bisschen anders. Aber ich fand das richtig toll. Der Start der Geschichte war Hammer, hat mir super gut gefallen. Es hat mich wirklich mit reingezogen, mitgerissen und das fand ich richtig toll. Es hat mich sehr, sehr begeistert und wäre der Rest so nach dem ersten Drittel so weitergegangen, wäre das wirklich ein absolutes Highlight-Buch geworden. Der Kritikpunkt so ein bisschen an dem Buch ist, und das merkt man dann eben so hinten raus, dass es kurz gehalten wird. Während wir am Anfang wirklich schön in die Geschichte hineingebracht werden, bildhaft und wirklich in toller Sprache uns das erzählt wird, wird es hinten nach sozusagen sehr, sehr kurz. Ich hätte mir da mehr Ausführlichkeiten gewünscht, mehr Erklärungen, mehr bildhafte Darstellung. Ich hätte mir Szenen ein bisschen länger gewünscht. Und das wurde mir einfach zu kurz. Ich habe schon so das Gefühl gehabt, dass man, also natürlich war das Buch auch nur begrenzt. Irgendwann hat man gemerkt, okay, es bleibt hier nicht mehr viele Seiten, zu viel Geschichte, die ich erwarte. Man spart an den Emotionen, denn ich glaube im Buch, ich weiß gar nicht, jetzt hat es 400 Seiten, ein bisschen drüber wahrscheinlich, ja, 370. Hätte man dem Buch irgendwie 100 Seiten mehr gegeben, wäre das, glaube ich, wirklich ein Highlight gewesen, was einen wegreißt, was einen emotional Höhen und Tiefen gibt. Und das hat hier einfach ein bisschen gefehlt. Wir waren hier ja in Südamerika unterwegs und ich fand, dass der Charme von dort richtig gut rüberkam, dass die Atmosphäre toll erzählt wurde, dass das schon bildhaft war, besonders im Einstieg, man sich wirklich vorstellen konnte, wo man war. Der Schreibstil ist wunderbar poetisch, ohne dass er too much wird. Also mir hat er an vielen Stellen wirklich gut gefallen, dass es so ein bisschen eine andere Sprache war, dass man gespürt hat, dass hier auch einfach Redewendungen ein bisschen anders verwendet werden, dass Dinge auch anders beschrieben werden, eben weil es hier aus Brasilien kommt, aus dem Portugiesischen und dass man das so ein bisschen wunderbar auch rübergebracht hat. Also da auch mein Kompliment an den Übersetzer, den wir hier gar nicht aussparen wollen, denn das wurde richtig, richtig toll gemacht. Insofern, dass dann irgendwo steht, ich sehe es irgendwie nicht, ach doch, von Johanna Schwering und Viktoria Winker. Also großes Kompliment, das ist wirklich richtig gut rübergebracht worden. Die Liebesgeschichte wird ja durch zwei Perspektiven mehr oder weniger erzählt, also einmal Victor und auch einmal Amanda. Das war natürlich so ein bisschen vorhersehbar, also man ahnt auch hier relativ früh, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Dadurch, dass man mit Victor mehr Zeit verbringt und auch in seinen Gedanken mehr drin ist, kommt man ihm einfach ein bisschen näher. Mit Amanda konnte ich ein bisschen weniger mitgehen. Also da haben eben dann so manche Emotionen gefehlt, weil da eben die Passagen gefühlt einfach ein bisschen kürzer war.
Der Fantasy-Aspekt mit der Zeitreise ist gut ausgearbeitet. Insofern Zeitreise auch logisch sein kann, kann man das hier nachvollziehen und fügt sich richtig gut in diese Liebesgeschichte ein und macht wirklich ein wohliges Gefühl, dass man sich das eben vorstellen kann, mitgehen kann und eben auch einfach begeistert sein kann. Also eine tolle Geschichte, die mir gut gefallen hat mit so zwei, drei Kritikpunkten, aber wirklich ein Buch, wo ich sage, da hat man wieder gemerkt, wie mich dann doch so diese Fantastik immer wieder ein bisschen besser in eine Geschichte ziehen kann. Also hat mir sehr gut gefallen, poetischer Stil, tolle Idee, dass man eine Zeitreise auch an die Emotionen koppelt, fand ich richtig, richtig toll. Und das letzte Buch entführte mich dann in mein Lieblingsland, nämlich nach Ägypten, und zwar Das Geheimnis des blauen Skarabäus von Rebecca Michele. Ich habe es gar nicht geguckt, wo sie ursprünglich herkommt, aber irgendwie so wird sie vermeintlich heißen. Ich bin ein großer Ägypten-Fan. Jeder, der so auf meinem Kanal schon ein bisschen länger da ist, weiß, dass da mein Herz schlägt, dass ich da schon einige Male auch im Urlaub war und dass ich da schon viel entdeckt und gesehen habe und es mich auch immer wieder dorthin zieht. Und vielleicht ist dann auch irgendwann mal die Altersresidenz in Ägypten. Und so hat mich dieses Buch dann auch sehr, sehr angesprochen und hat mir dann das Wochenende versüßt. Wir treffen hier auf die junge Cleopatra Wenzel. Und ja, sie heißt tatsächlich wie die bekannte ägyptische Pharaonin, Kleopatra, die im Jahr 1921 in Ägypten ihren Vater suchen muss. Eigentlich lebt sie bei ihrer Tante im Cornwall. Als sie ihre Mutter verloren hat, hat sich der Vater exzessiv in die Arbeit gestürzt. Er ist Archäologe und ist in Ägypten eben unterwegs. Und sie möchte ihm und seinem Job eben auch dann irgendwann nachfolgen. Sieht sich eben auch schon in den verschiedensten Gräbern und so weiter buddeln und Dinge entdecken und hütet dabei ja ein Armband, ein Armreif von ihrem Vater, der sie eben daran erinnert, was sie mal werden möchte und dass sie dann eben auch in die Fußstapfen tritt. Es gibt einen schweren Schicksalsschlag, der dazu führt, dass sie dann bei anderen Leuten aufwachsen muss, etwas in der reicheren Schicht sozusagen Englands und mit dieser Familie verbindet sie auch so ein bisschen was, doch eines Tages verschwindet ihr Vater unter mysteriösen Umständen und das alles geschieht bei einer aktuellen Ausgrabung und bei 1921 klingeln vielleicht auch so ein paar Alarmglöckchen bei Ägypten-Fans. Und sie geht jetzt zusammen mit einigen der Kindern, der Geschwister aus dieser Familie auf die Suche nach ihrem Vater nach Ägypten. Da sie eben auch noch gar nicht volljährig mündig ist, braucht sie hier im Grunde Begleiter, weil sie eben nicht alleine nach Ägypten reisen kann. Und schon beginnt ein spannendes Abenteuer in den 1920er Jahren in Ägypten. Und es war ein wirklich richtig toller historischer Roman, der uns eben zu den Ausgrabungen von Tutanchamun bringt. Deswegen das 1921, da weiß man ja so ein bisschen, selbst wenn man nicht viel über Ägypten weiß, dass da kurze Zeit später dann das Grab und auch der ganze Schatz von Tutanchamun gefunden wurde. Sprachlich hat mir das Buch sehr gut gefallen. Es ist sehr realitätsnah. Man spürt, dass die Sprache vor 100 Jahren einfach eine andere war und das hat die Autorin richtig gut umgesetzt. Es ist zudem sehr, sehr bildhaft und das fand ich besonders, als es um die Orte natürlich ging, von Ägypten einfach toll. Und ich war sofort auch wieder dort. Also die Autorin hat es geschafft, mich hier wieder mit ins Tal der Könige zu nehmen, mich nach Theben, nach Luxor mitzunehmen, mir diese Luft nochmal näher zu bringen, den Nil zu beschreiben und wirklich dieses Gefühl, wie ich mich heute in Ägypten fühle, rüberzubringen. Also richtig, richtig toll. Das hat sie sehr, sehr gut gemacht. Es ist sehr bildgewaltig. Es ist sehr detailverliebt. Da könnte ich mir vorstellen, dass das nicht allen so gefällt, aber ich fand es toll, einfach all die Orte, die ich schon mehr oder weniger kenne, natürlich, ich sage jetzt mal 80 bis 100 Jahre später, dann eben nochmal durch die Augen von ihr zu sehen. Und da hat man auch gemerkt, wie gut sie recherchiert hat. Denn das finde ich natürlich bei einem historischen Roman schon wichtig, gerade wenn Fiktion und Realität miteinander kombiniert werden, dass natürlich der historische Teil auch möglichst korrekt ist. Es gibt natürlich immer künstlerische Freiheiten,
Freiheit, gar keine Frage. Aber gerade wenn jemand wie ich, der schon Dokumentationen gesehen hat, Bücher gelesen hat und gerade sich auch mit Tutendlich am Mond schon beschäftigt hat, dann entdeckt man hier ganz viele Dinge, die ich eben irgendwann auch schon mal gelesen, gehört oder gesehen habe. Und das fand ich tatsächlich richtig toll, dass diese fiktive Geschichte so in die wahre Geschichte hineingeflochten wurde und man dann gar nicht mehr sagen kann, was ist eigentlich echt und was ist Fiktion. Also richtig, richtig gut, hat mir wirklich richtig toll gefallen. Die Geschichte ist spannend und auch sehr fesselnd erzählt. Mein Problem war tatsächlich eher Cleo, also unsere Protagonistin, mit der ich einfach nicht so richtig warm wurde und auch nicht immer so richtig zurechtkam. Was so ein bisschen daran liegt, dass sie mir einfach viel zu modern rübergekommen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass vor 100 Jahren eine Frau solche Gedanken hatte, so gesprochen hat. Natürlich war sie mutig, sie war auch sehr neugierig, wissbegierig. Das möchte ich gar keinen Frauen vor 100 Jahren absprechen. Aber ich fand so ein bisschen das Verhalten nicht so richtig zeitkonform. Und ja, natürlich gab es Frauen, die auch schon damals aus ihrer Zeit gefallen sind. Das gar keine Frage. Aber irgendwie hat sich das für mich nicht so richtig rund angefühlt. Auch so, wie sie gesprochen hat, wie sie da auch oft ja gegenüber Fremden war, das fand ich einfach so ein bisschen unpassend. Und selbst wenn man dann noch sagt, sie ist eben einfach ein bisschen anders oder ihrer Zeit voraus, hat das nicht immer einfach rund gewirkt. Zudem gab es auch hier so ein bisschen den Krimi-Anteil. Irgendwie war das unbeabsichtigt die Woche der Krimis, die geheimnisvoll irgendwo eingeflochten waren. Das fand ich ganz okay, hätte ich aber persönlich in der Form einfach nicht so gebraucht. Mir hätte da die Mischung aus historischem Abenteuerroman absolut ausgereicht. Ich hätte diesen Krimi-Teil, dieses Suchen und Falllösen nicht so richtig gebraucht. Und das ist auch so ein bisschen das, weswegen das Buch dann nicht wirklich zu einem Highlight geworden ist. Denn so toll dieser historische Teil war, so toll Ägypten gezeigt wurde, die Ausgrabung, wie hier auch mit Howard Carter in Verbindung kommen, das war wirklich richtig, richtig toll. War so ein bisschen dazwischen immer mal was, wo ich dachte, ach Mensch, ach, das hätte ich mir einfach ein bisschen anders gewünscht. Aber wirklich ein tolles historisches Buch. Wer wirklich mal irgendwie nach Ägypten möchte mit einem Buch, wer da bei den Ausgrabungen dabei sein möchte, wer wirklich ja auch der Realität, wie das vermeintlich war, ne? Also das ist ja auch immer die Frage, was ist historisch wirklich belegt, der findet hier wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Mir hat es wirklich große Freude gemacht, einfach da nach Ägypten zu reisen und da einfach in die Ferne zu kommen. Und es hat sich auch wirklich schwuppsiwupp gefühlt weglesen lassen, weil auch einfach die Spannung da war und das Bildgewaltige, und das war einfach richtig toll. Also sprachlich auch wirklich toll. Ich werde auf jeden Fall mal sehen, ob von der Autorin schon ein anderes Buch irgendwie vielleicht noch da ist, oder werde sie auf jeden Fall so bei den historischen Autorinnen da ein bisschen in der Liste jetzt mitführen. Und das waren sie jetzt, die 4 Bücher der Woche. Ja, war eine ganz schöne Bücherwoche. Also auch so rückblickend bin ich sehr gut im Leseflow gewesen und habe schon gemerkt, wie ich wirklich das brauche, dass ich abends einfach irgendwo, ja, im Grunde eine Flucht antrete und mich da auch dann sehr, sehr wohl gefühlt habe. Und dann habe ich mit einer neuen Serie begonnen, habe aber zu dem Zeitpunkt erst so, ja, 2, 2,5 Folgen gesehen gehabt, und zwar mit den Originals auf Amazon Prime. Ich habe ja im letzten Jahr Vampire Diaries auf Netflix weggesuchtet und fand es ja dann so schade, dass es die Originals nicht irgendwie auf Netflix gibt. Jetzt sind sie aber in Prime inkludiert. Und ich werde jetzt wahrscheinlich wirklich Serie bingen müssen. Nicht, dass es dann, bevor ich fertig bin, irgendwie aus Prime wieder rausgenommen wird. Was ja durchaus auch schon mal passiert ist. Bei den Originals handelt es sich ja im Grunde um ein Spin-off zu Vampire Diaries. Dort lernt man ja die Urvampire kennen, also die ersten Vampire, und auch den Hybriden Klaus, der eben eine Mischung ist aus Vampir und Werwolf. Und die bekommen hier eben ihre eigene ja, Serie, sind zumindest anfänglich jetzt in New Orleans unterwegs, und da weiß man natürlich, dass ganz viele Vampirromane, Geschichten irgendwie in New Orleans auch spielen, und das hat natürlich einen ganz tollen Bezug. Also mir haben die ersten 2, 3 Folgen jetzt sehr, sehr gut gefallen. Ich bin ein Riesenfan von, wie dort die Vampire gezeigt werden, denn wir haben so gefühlt endlich mal die Vampire,
wie ich sie zum Beispiel auch bei Anne Rice in der Literatur und auch in den beiden Verfilmungen richtig, richtig toll fand. Also das muss ich wirklich sagen. Es sind düstere, so auch wirklich, man merkt ihnen ihr Alter auch einfach an. Das sind Vampire, die so ein bisschen auch einfach diesen Struggle haben, so in sich, Struggle, deutsches Wort, also so ein bisschen in sich zerrissen sind. Und ich mag auch einfach, aktuell haben wir zumindest ein Trio der Geschwister. Wir treffen auf Klaus, den Hybriden, der schon eher so das Böse in sich hat, der Macht möchte, der alles unter Kontrolle haben möchte und der auch einfach an seiner Vergangenheit noch so ein bisschen zerrt. Wir haben Elijah und das ist ja, ach, Wahnsinn. Ich liebe, liebe, liebe diesen Vampir. Ich finde den Schauspieler großartig. Was der auch mit seiner Mimik einfach schon sagen kann, ist einfach der Hammer. Und ich mag auch, und da muss ich unbedingt nachgucken, seine deutsche Synchronstimme. Die finde ich einfach toll. Und dann treffen wir noch auf Rebecca. Und die ist so, ja, unbeschreibbar. Schon so ein bisschen Wirbelwind, auch so gegen alles. Aber auch irgendwie sucht sie eben eigentlich nur ihr Glück und ihre Freiheit. Kann sich nicht so richtig loseisen von ihrer Familie, von Klaus. Und ja, das sind so die drei, die wir zumindest jetzt kennengelernt haben. Ich glaube, grundsätzlich sind es 5 oder 6 Geschwister, aber Klaus hat da so immer andere Pläne. Und er ist jetzt eben hier in New Orleans und trifft auf frühere Vampirfreunde, die hier auch irgendwie einen Deal mit Hexen haben. Also wir haben hier eben auch das Übersinnliche und dann treffen wir auch auf Hayley, die wir auch schon aus Vampire Diaries kennen. Und es werden wohl auch in dieser Serie immer wieder Charaktere aus den Vampire Diaries auftauchen. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Und ich muss sagen, mir hat die Atmosphäre bisher sehr gut gefallen. Also ich fand dieses New Orleans toll. Ich mochte so die Musik im Hintergrund. Ich mochte dieses Feeling. Und ich fand es auch toll, dass wir hier wirklich so die Vampire haben, wie ich sie mag. Und nicht wie sie so manch anderes Jugendbuch oder ja, im Grunde wirklich verhunzt. Übers Glitzern wollen wir gleich gar nicht sprechen. Aber wenn man dann so sieht, wie seicht oft Vampire dargestellt werden, das so stelle ich mir das nicht vor. Und das sind dann auch wieder Vampire, wo ich denke, ach, wenn Elijah vor meiner Tür stünde, würde ich auch nichts dagegen sagen, da dann auch zu einem Vampir verwandelt zu werden. Ja, so ist das. Man merkt schon, dass das hier ein bisschen erwachsener ist. Also während Vampire Diaries ja zu Beginn zumindest noch so ein bisschen teeny-mäßiger unterwegs ist, das Gefühl habe ich hier nicht. Also man merkt schon, dass hier auch schon viel Gewalt und auch so ein bisschen Brutalität drin ist. Aber ja, mir macht das bisher Spaß. Und ich werde da auf jeden Fall erstmal weiterschauen und euch da auch gerne, wenn ihr wollt, ein bisschen auf dem Laufenden halten. Und das war's soweit mit Büchern und Serie. Und ich freue mich jetzt auch, eine neue Serie entdeckt zu haben. Denn zu Walking Dead, das hatte ich ja angefangen. Das finde ich gerade ein bisschen schwierig. War ja irgendwo in der 4. Staffel. Und das gelingt mir gerade nicht, da so hinzugreifen, weil das doch von der Brutalität irgendwie, ja, jetzt sind natürlich Zombies auch nicht näher an der Wahrheit, also an der Realität als Vampire. Aber versteht ihr, wie ich das so meine? Aber gut, ja, so ist das. Mehr gibt es tatsächlich gar nicht zu erzählen. Ich bin natürlich sehr gespannt, was ihr so gelesen habt, was vielleicht euer Highlight auch im März war. Schreibt das gerne in die Kommentare, auch ob ihr die Serie kennt, wie sie euch so gefällt, ob ihr eine bevorzugte Staffel habt oder auch irgendwie einen Lieblingscharakter. Lasst uns da gerne ein bisschen in den Kommentaren austauschen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.